Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Und ich will mal wieder ein bisschen auf meinen Hausberg streichen. Ein bisschen die Zeit vertreiben. Ja, und in dem Sinn, schauen wir mal, los geht's. Ja, heute mal auf einem anderen Gebiet von meinem Hausberg. So ein Hochstand. Quasi, das ist schon ein Niederstand geworden. Der ist in der Niedern. Ich habe mich hier jetzt durch den Dschungel gekämpft. Ja, die Vegetation wird schon undurchdringlicher und bin jetzt auf dem Weg heraus. Da geht es jetzt gemütlich weiter. Ja, wir haben jetzt so auch gerade und ein bisschen bewölkt, aber trotzdem beim Gehen schon immens warm. Ja, und ich bin auch gleich beim Steinbruch angekommen und dann schauen wir mal wieder. Und genießen den Ausblick. Da bin ich nun mal wieder, denn heuer war ich bei dem Steinbruch ja noch gar nicht. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, aber nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt bei der einen Lagerfeuerstelle ein bisschen gemütlich machen und einmal ein kleines Käfchen einverleiben. Das gehört dazu. Na, da hat sich nicht viel geändert. Eierschalen. Hier liegt noch Holz, Kerze und wahrscheinlich ein Grillblech. Da jetzt hier eine Gewitterwolke ziemlich schnell aufgetaucht ist und es hat auch schon geregnet, werde ich sicherheitshalber nach hinten zu dem Baum gehen. Auf mein Käfchen. Da bin ich etwas geschützt, aber nicht. Spanne mir da nicht das Tarp auf. Ja, da bin ich doch etwas mehr geschützt. Und wie gesagt, wenn es wirklich anfangen sollte zu regnen, spanne ich mir das Tarp schnell auf und das war's dann. Ja, ich glaube, ich habe ein Glück, die Sonne lächelt doch noch einmal hervor. Aber wer weiß, bewölkt ist es nach wie vor. Und jetzt mache ich einmal mein Käfchen, richte alles her. Und dann melde ich mich bei euch. Ja, in der Zwischenzeit ist alles fertig und auf damit. Natürlich habe ich meine Brandschutzmatte untergelegt, denn hier ist es schon sehr trocken. Jawohl, Wasser kocht. Ja, den lasse ich jetzt ausbrennen. Egal, so viel ist nicht mehr drinnen. Jo, Freunde, einmal wieder Prost an alle meine kranken Säseln. Gesund werden und natürlich auch an alle anderen. Prost, Freunde. Ja, immer wieder ein Erlebnis, ein Kaffeetscherl. Geht da nichts über ein gepflegtes Käfchen. Ja, das Wetter ist doch wieder besser geworden. Es hat zwar zu tröpfeln angefangen, aber dürfte nur so ein kleines Wolkerl gewesen sein. Ja, Freunde, ist da geil oder ist da geil? Herrlich. Und jetzt ist unter der Woche und kein Schwanz. Da, außer mir. Das reicht eh. Ja, es hilft alles nichts. Es ist 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr muss meine Freundin Termin, das heißt, ich muss schon langsam nach Hause. Ja, war wieder mal ein schöner Tag, bis auf ein paar Regentropfen.
ja, packen wir hier alles zusammen, machen wir gleich ein Schiff und dann gehen wir schön langsam retour. Auf geht's! Ja, Freunde, und jetzt verlassen wir wieder die schöne Location und dann machen wir sich am Heimweg. Und schon sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Ich sag mal wieder danke fürs Mitlaufen, fürs treue Begleiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und man sieht sich. Und in dem Sinn noch Servus die Malen und vierte Buben.